Ich bin der Ritter von Schnattermoor und ich wünsche, die Anklage zu hören. Rodrigo, Ja, du man schaut mal, ob ich siehst. einen Ring sehe bei ihm. Genau das. Also da brauche ich jetzt auch keine Sinnschärfeprobe von dir. Er dreht einmal an seiner Hand einen Du siehst, wie Rodrigo die Ring Waffe wegsteckt, dann sozusagen zu von ihm dann rechts nach anschaut. links, von innen nach außen und ein Türkis ist zu sehen. Ihr seid Rodrigo ist festgenommen. festgenommen. Rodrigo steckt die Waffen weg und ja, in dem Moment schaut er zu Jalan auch gleichzeitig, packt die Waffen ein, alles ist okay. Er Ja, dann schaut hat sich. Richtung Herr von Angenbruch. Hauptmann von Angenbruch. Hauptmann von Angenbruch, richtig. Habt ihr die anderen auch in Gewahrsam genommen? Noch nicht. Das ist schlecht. Wir haben nämlich nur die Hälfte dabei. Also Jalan hat immer noch die Waffe in der Hand und knurrt den Hauptmann an. Ja, Ich wünsche, die Anklage zu vor dir, hören. wie gesagt, Stadtwächter mit Spießen, also die typischen Stadtwachenspieße. Jalan, Jalan, bitte pack die Waffe weg. Euer Fürst Jens Ottas, das ist Verbündete, verdammt, spiel mit. Es sind 10 Leute, also das ist jetzt hier eine kleine Einheit, die jetzt der Hauptmann zusammengetrommelt hat. Auf Rodrigos Bitte stecke ich dann auch vorsichtig die Waffe weg. Bleib Herr auf von einer Angenbruch, Stelle. wir haben Hauptmann, die wir Anklage. sind wir kommen mit, wir Hochverrat, kommen mit Herr von Schmuggel. Angenbruch. Und damit wendet er sich einmal um. Und ihr werdet zur Hafengarnison gebracht. Ein kleiner Gebäudekomplex, in dem wohl die Stadtwache untergebracht ist und ihr dann nach etwas wenig Gerede, wie ihr euch feststellt, es gibt keine weiteren Dinge, die hier unterschrieben werden, kein Zettel, dass ihr hier jetzt in die Gefängnisse gesteckt werdet, werdet ihr einfach zusammen mit Hauptmann von Angenbruch in den Keller gebracht. Minus 20 Minuten sind wir bei 116 Minuten, die Jala noch bleiben. Du bist in der Hafengarnison, unten im Keller, um dich herum Stadtwachen und ein Hauptmann von Angenbruch. Aber das ist etwas, was wir gleich weitermachen, denn jetzt ist das rote und weiße Kamelespiel aufgebaut vor Wascher und vor Ephadaios und sie spielen. Herr Panayo spielt auch mit. Ich dachte, ich spiele allein mit ihm, Ja, weil das ich ist mir gehandelt völlig habe. egal. Ihr könnt auf alle Fälle Brett- und Kartenspiel würfeln, Jo. beziehungsweise Fallspiel, wenn du dann möchtest. Ja, auf jeden Fall. Gut, gegen die Imminenz des Vex-Tempels Mondenschleier. Perfekt. Ja, dann würfel doch gerne mal erst Fallspiel und Bevor dann. ihr anfangt, dachte ich, geht es einfach darum, um rausgewirkt, um abzuhören, wer welche Forderungen hat vor dem Spiel oder nicht. Also, ich würde das jetzt einfach wie eine Handelnprobe abhandeln und je nachdem, wie viele Sternchen fehlen oder nicht fehlen, wird es Also es dann geht jetzt für um den. 103 oder 105 Dukaten beim Spiel, ne? Das kann auch noch teurer werden. Das kann auch noch günstiger werden. Aber deswegen sage ich doch, vor dem Spiel abhandeln, um was es geht. Jeder Ein Stein 100. mehr, den jemand hat, bedeutet jetzt hier, dass jemand ein bisschen mehr zahlen muss oder ein bisschen weniger zahlen muss. Das heißt, die Leute wissen dann, es kann also auch viel oder viel, viel mehr oder viel weniger sein, zum Beispiel. Also, wie ich das verstanden habe, habe ich doch gesagt, ich hätte ihn auf 3 Dukaten Zinsen Du gehandelt. Er wollte fünf. willst ihn auf 103. Aktuell ist der aktuelle Ja. Preis ist bei 105. Genau. So. Und du willst ihn runter und er will dich dann natürlich hoch. Und ja, das kann natürlich auch nach hinten losgehen, wenn du dieses Spiel jetzt verlierst. Ist ja eh nicht mein Geld. Ich bleibe, wenn ich würfel. Oder macht Kamelspiel, keine Ahnung. Auf geht's. Ja, Wascha, hast du es schon mal gespielt? Also ich habe davon gehört, das ist ein legendäres Spiel, aber boah, also ich bin Ja, eher so wo der habe ich Typ für denn schon Würfel. gespielt? Ja, ich habe das schon mal gespielt. Alles klar. Aber es kann ewig dauern. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie, ja, irgendwie Boah. hin. Ich versuch's. Habt ihr das gehört, euer Hochwürden? Meine Freundin hier hat das Spiel schon einmal gespielt und hält einiges auf ihre Fähigkeiten. Genau. Völlig unsicher ihn angucken. Ja, Nun. der fette Mann macht seinen ersten Zug. Ich hätte zwar lieber was vorgetanzt, aber so geht's auch. Da musst du in den Raya-Tempel gehen. Eine was? Da musst du in den Raya-Tempel gehen. Den kannst du was Gut, vortanzen. ja, ich würfel dir mal falsch spielen, Nee, ja, doch, genau. Erst Fallspiel wie? und dann Brett- und Kartenspiel. Alter, ich hab's soll. Dann ist die Brett- und Kartenspielprobe um 2 erleichtert.
wäre sogar noch mit dem Minus. Ach nee, ist gar kein Kraft mit uns. Egal. Nee, aber trotzdem mit 1. Dann würfelt er auch die 15, 15, 15. Dann hat er 15 Punkte über. Sag bloß, der Gewalt ist besser als ich. Und ja, er merkt auch, dass du falsch spielst und wenn du gerade irgendwie aus deinem Ärmel was rausgleiten lassen hast oder was eingesteckt hast, über den Tisch gewischt bist und dabei irgendwie ein Steinchen verschoben hast, siehst du auch, wie er dich anlächelt und du versuchst bei ihm Falschspiel zu erkennen, aber siehst nichts. Also er braucht gar nicht falsch spielen, trotz dessen, dass du schummelst, ist er besser als du. 10 Sternchen mehr, das heißt, am Ende des Tages wird Ephadaios, ihr wolltet nur 100 Dukaten haben, es geht maximal 50% nach oben, also 150 Dukaten. Genau, aber bevor das Spiel weiter fortgeführt wird, würdet ihr gestatten, dass Fräulein Wascher in meinem Namen weiterspielt und ich mit den 100 Dukaten, die Zinsen handelt ihr hier gerade aus, dass ich mit den 100 Dukaten meine Schuld begleiche? Warum nicht? Mir geht es gerade sowieso um das Spiel und wenn ihr dann später die Zinsen, dann ja, es soll gestattet sein. Vielen Dank. Dann merkst du, wie er einmal in seine Fetttasche reingreift. Also wie gesagt, irgendwie unter seinen Polstern. Er hebt einmal so eine schwabbelige Titte von ihm an und greift dann sich so einen Geldsack, schätzt es einmal ab, holt einen anderen raus, der wohl auch darunter war, und gibt ihn dir dann. Das müssen 100 Dukaten sein, mein Junge. Okay, hab Dank. Ich empfehle mich und ich, wahrscheinlich, ich hol dich ab. Wann meinst du übermorgen? Ja, ich werde schon zu euch finden. Ich kenne mich in der Stadt relativ gut aus, wie das euch, und ich werde mich schon zu euch finden. Okay, gut. Ich empfehle mich, ein angenehmes Spiel. Beeil dich! Und gut. Dann werde ich versuchen, den Weg zurück anzutreten. Gassenwissen erschwert um 5. Geht jetzt nicht darum, dass du zurückfindest, sondern eher darum, dass dir keine Taschendiebe über den Weg laufen. Denn die gibt es an der Fürst Istafilet noch und nöcher. Taschendiebe in gelben Uniformen am Ende noch. Ja, nein. Ja, du kommst wieder am Steg an und du weißt, du hast es sicher verstaubt. Du hast es absolut sicher verstaubt. Und du hattest auch die ganze Zeit deine Hand drauf. Und als du wieder drunter greifst, stellst du fest, da ist ein Beutel drin, aber da sind keine 100 Dukaten drin. Scheiße. Du öffnest den Sack. Es sind Steine, kleine Kieselsteine drin. Ach du Scheiße. Der Typ hat dich betrogen. Du überlegst kurz. War das jetzt der Fexgeweihte im Tempel? Oder die Leute, die dich gestriffen haben an der Fürst Istafilet? Oder die Maraskaner, die von den Fenstern heruntergebrüllt haben? Oder die Du hattest noch Torvaler gesehen. Tag und der Beutel? Du kommst, ist das der gleiche? Da war noch diese Bornländer. Der lief mit seiner Laugenbrezel noch umher und hatte Mesginnes verschüttet. Du musst ihm kurz noch entkommen, aber da war noch diese Stadtwache. Du hast überhaupt keine Ahnung. Irgendwo auf dem Weg muss dir irgendjemand richtig auf den Schlips getreten sein. Und das Schlimmste ist, dass du Wascher jetzt gerade im Fextempel alleine gelassen hat und du 150 Dukaten zurückzahlen musst. Und noch schlimmer, du guckst in den Himmel, Jalen hat nur noch 2 Stunden Zeit. Ich mache mich auf zum Dock. Zum Seehafen? Ja. Ja, du schaust dich ein bisschen um am Steg und kannst dann auch relativ schnell den richtigen finden. Ist immer noch vor Anker, das Schiff hat sich ein bisschen geleert. Du findest auch nur noch ein paar Leute, also viele, viele Seemänner sind halt von Bord gegangen, aber der Kapitän ist immer noch da, unterhält sich wohl gerade mit seinem Navigator und so weiter. Ja, und dann kommst du auf ihn zu. Herr Kapitän! Ja, was kann ich für dich tun? Du bist ja Ferdi. 2 Stunden habt ihr noch, oder? Bisschen mehr. Ist mein Freund noch nicht zurückgekehrt? Euer Freund? Nein, 2 Stunden hat er doch noch. Wollte er schaffen. Ach so.
Ja, er hat ja gesagt, dass er es in einer Stunde nicht schafft. Deswegen vermute ich mal, dass er 1,5 oder so auftaucht. Sollte ihm ja wichtig sein. Okay, also, ja, dann. Ich bin mir sicher, er wird das Geld auftreiben. Ja, wo führen eure Geschäfte euch denn jetzt demnächst hin? Ja, wir werden erstmal ein bisschen in Kontium bleiben. Vielleicht stechen wir dann wieder zurück in Richtung Seelem. Mal sehen, was sich so ergibt. Wir nehmen Aufträge an. Das ist ja gut zu hören. Puh, in der blutigen See, da laufen da also die Geschäfte, gefährliches Pflaster oder gefährliche Wogen, würde man eher sagen. Ah, überall ist gefährlich, aber Kontium ist der letzte Hafen, so. Blutige See. Schon nicht ohne. Man muss die richtigen Leute kennen, das richtige Geld zur richtigen Zeit da lassen. Ich muss dir sagen, die Kamotgarde, das ist schon. Die sind auch auf See gefährlich. Ja, da fühle ich mich aber tausendmal wohler als auf im Dschungel von Maraskan. Aber da kommen wir her. Ja, das habe ich mir gedacht, so wie ihr aussaht. Ja, ich muss auch mal. Naja, warten wir auf die anderen. Warten wir auf die anderen. Drehst dich wieder um. Und am Ende des Steges stehen zwei Torwarte. Mit Hexen nicht in der Hand, aber du kannst die riesigen zweihändigen Hexschafte an ihrem Rücken erkennen. Ein Mann und eine Frau. Währenddessen unten in der Hafengarnison gibt es unten mitten im Keller ein paar Kerzen, die angezündet worden sind. Drego von Angenbruch, der sich dann auch mit Vornamen vorgestellt hat, wird dann erstmal sämtliche Stadtwachen, die noch um ihn herum stehen, wegschicken, sodass ihr jetzt alleine seid mit Drego von Angenbruch. Was können wir also für euch tun, Herr von Angenbruch? Fragt Rodrigo etwas, um herauszuhören, was der Mann will, ob der Mann die richtigen Informationen hat. Wenig. Halt mich mal zurück. Ich wollte euch nur mitteilen, dass ihr verfolgt werdet. Ihr habt wohl den einen oder anderen unliebsamen Gast angezogen. Wie Motten. Die Torwale. Auch. Ja. Ich habe dafür gesorgt, dass viele Steckbriefe aus den ein oder anderen Tavernen entfernt worden sind. Aber gerade im Süden, wo es, naja, wo die Unterwelt sehr groß ist, kann man wenig gegen sie tun und na, gibt den einen oder anderen, der das Gesuch gesehen hat. Was für Steckbriefe? Gerade euch kann man unter den Neuankömmlingen sehr identifizieren. Ihr müsst Jalan vom Schnettermoor sein, nicht wahr? Das bin ich, wie ich bereits sagte. Welche Steckbriefe? Sie sind unterzeichnet. Selbstverständlich nicht von Helmer Hafax persönlich, aber wenn man die richtigen Leute und die richtigen Namen kennt, dann sollte einem klar sein, dass sie von der Fürstkomturei entsandt worden sind. Der Bastard. Ihr seid wohl einigen Leuten in Boran und Tutsak mächtig auf den Schlips getreten. Das sind wir. Und er hat die Und zwar mit Dreistigkeit, Absicht. sich Kunja um Kopfgelder auszusetzen. Ja, aber wie gesagt, wir wussten, dass ihr kommt. Und ja, selbstverständlich ist seine Exzellenz, der Baron, auch hier. Allerdings halten wir es für ratsam, dass ihr ihn erst später kennenlernt. Welcher Baron? Seine Exzellenz, Dexter Nimrod. Ja, aber wir müssen zu Ist ihm. das Wir nicht der müssen das Reichsgroß Zeug abliefern. Geheimrat? Ja, wir müssen das Zeug abliefern. Ganz ruhig, Verdammt ganz nochmal, ruhig. ich habe in meinem aktuellen Rucksack, jetzt gerade, wo ich hier vor euch sitze, 3 Kilo davon da. Ganz Ich ruhig. auch. Ihr könnt das Endurium, wenn ihr wollt, auch bei mir lassen. Wenn ihr Nee. das Wenn ihr wollt. das. Nein, Dexter Nimrod kriegt das. Ihr könnt es gerne Ja, stellen. ja. Wir haben momentan Ich kann zwei euer Probleme. Misstrauen absolut nachvollziehen. Wie gesagt, gar kein Problem. Dann solltet ihr allerdings auch, wenn ihr mir nicht vertraut, nicht heraus posaunen, dass ihr 3 Kilo Endurium in eurem Gepäck habt. Ne? Gut, Seid euch seid denen euch dem. also bewusst. Passt Pass auf, auf, Hauptmann Leute. von Angenbruch. Wir haben gerade ein etwas größeres Problem. Wir mussten für die Überfahrt hierher natürlich bezahlen und müssen innerhalb der nächsten, ich weiß nicht, Stunde oder so das Geld angebracht haben. Und ich habe mein Wort als Ehrenmann darauf gegeben. Könntet ihr wohl einen Boten entbehren? Selbstverständlich kann ich hier einen Boten entbehren. Auch mehrere. Ist vielleicht besser. Es ist eine größere Summe. Wie gesagt, der Baron hält sich hier in der Stadt auf und ihr dürft ihn auch gerne sehen. Allerdings haben wir vorher Sicherheitsmaßnahmen getroffen, denn Maraskan ist wild, tödlich und jedermann, der von dort wieder zurückkommt,
kann übergelaufen sein. Nicht unbedingt auch übergelaufen, sondern auch verändert sein. Das heißt, ich möchte, dass ihr euch zunächst eine Stunde im Zartempel aufhaltet und wenn dann nichts passiert ist, dürft ihr gerne ja zu ihm. Habt ihr Wachen, denen ihr halbwegs vertrauen könnt, die ihr uns mitgeben könnt? Die haben wir. Gut, dann gibt es irgendwie drei, vier Stück mit. Wir müssen unsere Freunde suchen. Die rennen nämlich auch noch mit Enduri im Rucksack durch die Gegend und kennen die Nachricht noch nicht, die ihr uns gerade mitgeteilt habt und sind definitiv nicht so kampfstark wie wir beide. Ich wollte euch erst einmal von der Straße runterziehen, weil die Torwaler, die euch verfolgt haben und die in eurem Rücken waren, gefährliche Männer sind. Wir haben Sie offenbar schon genug stehen im gefährliche Männer Bunde mit den getroffen. Niederhöllen und Xeran bezahlt seine Männer gut. Und ein Ja, gebt uns Kopfgeld einen auf Kopf. diese Höhe, gerade mit diesen Merkmalen. Er deutet einmal auf den Kopf von Yalan. Euer Auge, was fehlt, ist doch relativ offensichtlich. Die Ich habe einem Beschreibung zu dem sehr Hochbaktierer genau. des Xafa in die Augen geblickt. Ich mache mir vor ein paar Torwallen nicht in die Hose. Ich möchte nur, dass ihr aufpasst, vorsichtig seid. Gut, wir haben jetzt wenig Zeit. Nicht so viel quatschen, vier Wachen uns geben und wir ziehen los. Unsere Probleme kehren, in den Zartempel marschieren mit all unseren Freunden zusammen. Dort so lange warten, bis wir gut durchgekocht sind von den Kindern. Jetzt ziehen wir die mal zu dabei. Und dann sozusagen, sollen wir im Zartempel auf euren Booten einfach warten? Der Gut. Zartempel ist nicht zu verfehlen, aber mit den Leuten, die ich euch mitgebe, die können euch führen, sie sind selbstverständlich ortskundig, könnt ihr dort eine Stunde warten und von dort aus trefft ihr dann Dann auf los, seine dann los. Exzellenz. Wir müssen jetzt die Schulden bezahlen, damit wir hier endlich vorankommen in dem ganzen Plan. Stellt euch vor, das habe ich vor. Nein, nein, ich hatte das gerade zunächst zu Hauptmann Angenbruch gesagt. Ach so. Gut. Dann danke euch, Drego von Angenbruch. Nickt ihm nochmal ehrenhaft zu. Lass uns an die Tat gehen, desto schneller kommen wir alle zu dem, was wir haben wollen. Und ihr Gut, zu eurem Endurium. das Gespräch hat ungefähr 5 Minuten gedauert. Wir runden einfach mal auf 6 Minuten, dann hast du noch 110. Dann geht es 10 Minuten durch die Stadt, dann hast du noch 100 Minuten und 60 60 Minuten Minuten ziehe ich ab ziehe für ich den ab für Tempel im Zartempel des die. Nee, Lebens. wir Nö, gehen wir jetzt gehen erstmal. erst zum Nee, Boot. wenn wir. Guck mal, wir sind hier oben. Wenn wir hier rauskommen, ist das Erste, was wir tun, hier langgehen und das Geld abgeben. Der Was denn Zartempel für muss warten. Geld? Das Das Geld, das wir Geld, aus der das Bank Jalans mitgenommen Geld. haben. Ach so, da, verdammt. Okay, Moment, Jalans also. 110, Jalans Ja, 110 warte, Platten. warte, warte, Willst warte. du mich veralbern? So, also Aber ich 110. falle ja auf Ja, viele billige Tricks rein, aber. verdammt. Nein, okay. Also 110 Minuten hast du jetzt noch und dann kannst du runtergehen zum Hafen. Ja, wie Rondringo das bereits vorgeschlagen hat. Schwert in die Hand. Ich lasse mich gar nicht erst anpacken von irgendwem. Ja, nee, Jetzt alles, ja. alles klar. Vier Stadtwachen, beziehungsweise nicht Stadtwachen, sondern du bekommst dann halt vier Leute mit, die aussehen wie Stadtwachen. Ja. Und dann werdet ihr wieder entlassen. Was passiert derweil mit Wasch? Ich spiele ja schön mit dem, wie ich es gesagt habe. Ja, nach ungefähr einer Stunde stellst du fest, dass du überhaupt keine Chance mehr hast. Du hast auch die totale Übersicht verloren. Du findest es vielleicht ein bisschen schade, dass du jetzt hier alleine gelassen worden bist, aber Ephadaios konnte dir auch überhaupt nicht helfen. Und du musst dich so ein bisschen konzentrieren, dass du nicht in Tränen ausbrichst, weil du wurdest noch nie in deinem Leben so abgezockt. Hä, es ist ein Textgewalter, da weine ich nicht. Also ist auf alle Fälle eine SE auf Fallspiel und eine SE auf Brett- und Kartenspiel, aber am Ende des Tages hast du 150 Dukaten, beziehungsweise du und Ephadaios schuldet dem Fextempel 150 Dukaten. Ja, okay. Ich muss zugeben, ich habe dieses Spiel schon gespielt, aber niemand hat es mit Abstand mit einer solchen Hand geführt wie ihr. Und ich muss ehrlich zugeben, ich sehe überall nur noch Kamele und ich ergebe mich eurem Können. Ja, er fährt sich noch einmal mit seinen fettigen Wurstfingern durch die fettigen Haare, streicht die wieder zurück, sodass eine schöne Schmalzlocke zurückbleibt. War kein Problem. Wir lernen ja alle noch aus, ne? Nun gut, ich fürchte, der Preis ist dadurch nicht wirklich gesunken, aber naja.
Ihr habt ja noch einige Tage, um uns das Geld wieder zurückzugeben, nicht wahr? Und wenn ihr die 100 Dukaten gut anlegt, dann werdet ihr sicherlich die 150 wieder rausbekommen. Ja, das wird nicht so einfach sein, aber ich versuch's. Vielleicht kann sich dann für jemand anderen ein bisschen. Ich schaue nochmal an nach Motto, vielleicht kann man ihn ja nochmal umstimmen. Nee, also da kannst du auch nicht tanzen. Das ist ein Fex-Geweihter und wenn du meinst, du musst gegen den Brett- und Karten spielen und falsch spielen, dann sitzt Das du weiß einfach aber der am. Charakter IT nicht, der kann es ja trotzdem Ja, du, ja, versuchen, es ist wenn man okay. Also durchkommt. du kannst ja gerne noch irgendwie versuchen mit Augenaufschlag und herausragendem Aussehen und du kannst auch irgendwie versuchen, ja, versuch's doch mal mit deinen viertelzauberischen Fähigkeiten. Ja, ich kann versuchen, ihn zu überreden, ne? Das mache ich doch mal. Gar kein Gut. Problem, er würfelt auf 15, 15, 15. Okay. Komm Dann schon, würfel ich da noch. baller alles rein, was du hast. Ich baller alles rein. So, dann habe ich einen THW von 16. Was machst du denn jetzt? Überreden oder irgendwie Zauber? Naja, wenn ich Meisterhandwerk habe, auf Überreden mit 8, dann habe ich ja 16 Er als hätte sein können, dass du THW. hier noch dein Hexenblick oder wie der heißt das. Das gilt aber nicht dafür, es hat damit gar nichts zu tun. Ich weiß ja Also, nicht, das was du bringt mir da da. gar nichts. Nein, das Okay. bringt mir gar nichts. Deswegen. Nee, ich würde es überreden davon. Boah, guck dir das an. Ach du Der Scheiße. erste Wurf heute, der mal irgendwie gelingt. Juhu! Gar kein Problem. Ja, Gewalter! Verdammt, verdammte Kammer gerade. bleiben noch irgendwie zwei Punkte über, beziehungsweise einer. Und Komm, was die. er sieht nicht so überzeugt aus. Ja, ihr mögt natürlich recht haben, dass das alles sehr unfair war, aber ihr hattet natürlich auch die Chance, das mit einem anderen auszuhandeln. Ja, Kann ich meine aber. Betören hinterherwerfen? Möchtest du den Typen betören? Das heißt ja nicht, dass ich mit ihm schlafen will. Ich will ihm nur schöne Augen Ja, machen. du, ich weiß, was das Betören heißt, aber. Also mit den 16 über gerade ist ja schon schade, die anderen verfallen Ja, zu lassen. versuch's einfach mal. Schauen wir mal, was am Ende überbleibt. Ui. Du musst dich konzentrieren, du versuchst gerade dein schönstes Augklimpern aufzulegen, ziehst dir vielleicht nochmal einen Lippenstift, hast du nicht dabei, aber leckst dir nochmal kurz über die Lippen, so verführerisch, und dann siehst du wieder, wie er zurückleckt, sich über wie die fettigen Lippen mit seiner dicken, wulstigen Zunge und so ein Speichelfaden dann raushängt. Du bist dir nicht ganz sicher, ob er, wenn er dich sieht, an dich denkt und an Sex. Oder vielleicht denkt er auch an Essen. Du bist dir nicht ganz sicher, aber er ist einfach zu eklig und du denkst dir nur so, okay, dann soll er Fadaios und du, ihr werdet das Geld schon irgendwie auftreiben, aber du hast gerade echt zu viel von ihm und dieser Schweißgeruch nach altem Fett auch, es ist einfach echt nicht schön und musst dir das den Würgereiz so ein bisschen unterdrücken. Er wird sich jetzt Okay, ich einfach hab's gerade nur noch verstanden, das verabschieden. wollte ich. Okay, ja, ich werde euch dann auch eure kostbare Zeit nicht stehlen, wie ihr vorhin sagtet. Zeit ist kostbar und wir sehen uns ja dann bald wieder. Ja, ganz sicher. Ja, dann auch wieder von der Tarantel gestochen, das Kissen hoch und dann so, oh, jetzt aber raus hier. Ja, er trinkt noch seinen Tee aus und stopft sich nochmal zwei Kekse gleichzeitig in den Mund und kannst du auch, wenn du dich dann aufstehst, kannst du hinter dir hören, wie er versucht, sich aus dem Sitzsack zu erheben und reibt sich nochmal über seinen Po und ja, kommt dann hinter dir wie so ein Walross die Treppe wieder nach oben gestiefelt. Ephadaios greift gerade krampfhaft seinen Effartbart, die Knöchel werden weiß und dann kannst du sehen, wie sich die beiden Torwaler wohl wieder verabschieden. Sie reiben sich noch einmal mit einem Finger unterm Auge lang, sie streichen einmal über die Seeschlange, die du da erkennen kannst und du weißt nicht genau, was dafür geführt hast, aber dann steht Rodrigo, Jarlan und vier Stadtwächter vor dir an dem Steg. Euer Gnaden, da seid ihr ja. Muswascher. Ich hoffe doch mal, ihr habt das Geld bereits abgeliefert. Dann können wir das hier nämlich direkt zurückbringen. Ja, dumme Geschichte. Wascher handelt noch die genauen Zinsen aus.
Ihr habt sie allein gelassen, Junge. Warum seid ihr hier? Keine Sorge, sie ist beim Tempelvorsteher des Fex-Tempels am Markt. Man geht so einen Schritt auf Evadai zu Evadaios. Man flüstert ihm in Ohr, auf unseren Kopfgelder ausgesetzt worden. Wo ist Warschau?